Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. So, dann möchte ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit dem achten Kapitel, Tempel von Kong Tiang. So, und hier bin ich. Nach der misslungenen Befreiung von Mai Ying ist Indiana Jones in diese Art Katakomben gestürzt und müsste vorher noch so zwei so reizende Begleiter halt bekämpfen. Und ja, und jetzt ist er da. Muss sich hier sich ein, ja, ich sag mal so, Weg raussuchen, wie, oder einen Weg herausfinden, wie er zurückkommt. Okay. Das sehen eher nach nee, so Schaltplatten aus. Wahrscheinlich irgendwelche Fallen. Ja. Einmal nicht aufgepasst. Ah, komm schon. Ah, verdammt. Na gut, ich kann während des Rutschens halt springen. Wie er so langsam runterrutscht. Na gut, nochmal das Ganze. So, einmal hier auffüllen. Weil ich brauche definitiv meine Peitsche halt. So. Und springen, springen, nochmal springen. Oh, was war das denn? Okay. Okay. Echt jetzt? Okay. Kleine Verschnaufpause. Okay, Flammenwerfer auch noch. Okay, irgendwelche Geister? Na toll. Jetzt muss ich mich noch mit Zombies prügeln hier. Okay. Ah. Warum hast du diese Wasserflasche bei dir gehabt? Okay, der nächste kommt vorbei. Ah, komm her. Für Zombie ist er agil drauf. Ja, der lässt sich sogar packen. Aua. So, der nächste bitte. Okay, da ist sogar noch ein Speer. Na?
Na, komm mal her. So, der nächste bitte. So. Glaub, das war's. Ja, neues Breitschwert. Was haben wir hier? Tigerkrafttrank. Einmal Wasser auffüllen. Okay, hier geht's weiter. Okay, mit dem Schwert kriege ich die auf jeden Fall schnell kaputt. Okay. Okay, das war's mit dem Schwert. Oh, da kommt noch was. Indy, der Zombie-Schläger. Komm ich zurück? Einmal Wasser tanken. Selbst wenn das nur ein Kratzer ist. Volle Gesundheit ist das Beste. Okay, hier ist noch ein Schwert. Da liegt noch ein Schwert. Oh, okay, die sind zu dritt da. Na, ich habe hier irgendwo doch ein Schwert. Zack. So, jetzt kommt mal her. Echt jetzt? So, der erste ist fertig. Okay. Für einen Zombie bist du echt agil drauf. Ah, kaputt. So. Okay. Okay, ich brauche dafür eine Fackel, wie es aussieht. Das ist ein Gong. Hier brauche ich auch eine Art Fackel, okay. Okay, der Schalter geht nicht auf. Oder der lässt sich nicht betätigen. Wow.
Heiß. Okay, blaue Fackel. Okay, ohne die blaue Fackel läuft hier gar nichts. Seht die Klaue des Drachens. Ha Cheng, Vernichter der Dämonen. Was rede ich da eigentlich? Na egal, ich schätze, das muss jetzt einfach sein. Okay. Anscheinend geht's hier weiter. Oh, der brennt sogar. Okay, mit der Fackel zu kämpfen, weiß ich nicht. Echt jetzt? Ach komm. So, der erste ist fertig. Boah. So. Also die Zombies, die sind schon echt flink halt. Was haben wir da? Ich bin ein reicher Mann. Oh, noch ein Schatz. Wenn ich das hier überlebe. Blaue Fackel, okay. Ja, mal was von der Wasserflasche. Ah, okay. Einmal auffüllen. Du hast kein Speer bei dir. Genauso wenig. Aber ich brauche hier die Fackel wieder. So, einmal hier rüber. Hier weiter. Ah! Gut, die blaue Fackel zeigt mir an, wo Fallen sind. Gut zu wissen. Oh, 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 oh. Okay, Blitze. Trifft der Schlag. Hey, das sind neue. Hey, ich habe eine Fackel. So, geht doch. So, wo bin ich jetzt hier? Ach, hier in der Nähe war doch der Brunnen. Ja, einmal die Fackel.
ein Symbol. Leuchte. Okay, da kommt was. Jetzt. Ah, komm. Weg mit dir. Wo kam die denn her? Aber gut. Sag jetzt nicht, ich muss zurück. Die Fackeln habe ich erledigt. Der Gong ist nicht da. Okay. Oh, okay. Ja, ich muss doch den Rückweg nehmen. Ah, da kommen schon die nächsten beiden. Na. Ja, schade, dass die nicht so schön aufgehen. In Flammen. Okay. So, ich nehme mal doch nochmal die blaue Fackel. Okay, die nächste Prüfung geht auf. Okay, es leuchtet blau. Blau ist wahrscheinlich gut. Anscheinend ist blau gut. Einmal und zweimal. Natürlich, es wäre so einfach gewesen. Ah.
springen. 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 Zurück. Ah, verstehe. So, und die ist blau. Okay, da hinten hat sich eine umgedreht. Okay, da ist irgendwas zu Bruch gegangen. Das war's. Ja, das war's. Okay. Prüfung bestanden, würde ich mal sagen. So, dann geht's zur nächsten Prüfung. Okay. Ohne die blaue Fackel würde ich den Gang noch nicht mal sehen. So. Einmal anzünden. Und die letzte, den letzten Krug anzünden. So. Okay. Das ist aber fies. Okay. Das ist aber sehr fies gemacht. Okay, das ist leicht erhöht. Jetzt ist es bündig. Das ist wirklich fies gemacht. Erstmal war es ja komplett wie eine unsichtbare Brücke halt. Und dann, nachdem man halt die Krüge angezündet hat, dann auf einmal bewegt sich die Plattform. Aber ist gut. Okay. Was haben wir hier? Achso, mit dem linken Stick Ringe auswählen und drehen. Mit X Blickwinkel ändern, zum Verlassen Y drücken. Okay. Ah, okay, verstehe. So, mal schauen. Das war hier richtig soweit. Nee, das war doch nicht richtig.
Das sieht richtig aus. Okay. So, jetzt... den hier. Ja. Weiter. Hier noch ein weiter. Falsche Richtung. So, hab jetzt ein Artefakt gefunden. Den Pachhäng. Okay, den kann ich sogar auch schmeißen. Okay, damit kann ich den Geist vertreiben. Okay, zack. So, jetzt habe ich da ein Geisterproblem weniger. Okay, mal schauen, ist hier noch was? Nein. Mal Wasser tanken. Moment. Habe ich noch die blaue Fackel? Autsch, Autsch, Autsch. Ja, alles gut, alles gut. Oh, ne. Okay, das ist fies. So, komm mal her. Ah, du Drecksvieh. So. Kann man noch Wasser tanken? Ich bin ein reicher Mann. Okay, noch ein Artefakt geborgen. Bekommen. Ja, okay, geht nicht auf. Gut, dann geht's weiter. Oder doch nicht. Okay. Die Geister sind weg. Okay, da ist noch ein Geist aufgetaucht. Ja,
Ich brauche auch keine Schwerter mehr oder so. Okay, da geht's raus. Ich schaue mich hier nochmal um. Ne, hier gibt's nichts mehr. Mir gefällt die Sache gar nicht. Machen Sie auf! Wir müssen hier raus! Okay, im Bosskampf. Okay, das war der erste Treffer. Erste Kugel ist kaputt. So, erstmal wieder die Geister wegmachen. Ah, dann schnell Deckung. Die einmal treffen. Die Seele des Mädchens gehört mir. Zweite Kugel kaputt machen. Du bist den weiten Weg gekommen, um zu sterben, Mensch. So. Okay, Geister sind weg. Jetzt macht sie wieder ihre Blitzattacke. Einmal rüberschleudern. Indy? Alles klar? Ja. Jetzt, wo dieses Ding weg ist. Danke Ihnen. Was jetzt? Wir müssen hier raus. Kais Männer kommen zurück, um uns zu erledigen. Folgen Sie mir. Es gibt einen Gang, der an die Oberfläche führt. Na, das war doch halb so schlimm. Schön, dass Sie hier sind, Uha. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Lange hätte ich nicht mehr gewartet. Ich wollte schon den Anker lichten und nach Hongkong segeln.
Nicht Hongkong. Shanghai. Mei Ying und ich müssen unseren Zug nach Tian erwischen. Und was dann? Dann statten wir Tian einen kleinen Besuch ab. Ich finde, nach 2000 Jahren sollte der Kaiser sein Geheimnis endlich preisgeben. Reinzukommen war leichter, als ich gedacht hatte. Eigentlich hatte ich mehr Wachtposten erwartet. Kai will keine Aufmerksamkeit auf die Städte lenken. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich gefährlich. Das hat seit 2000 Jahren kein Mensch gesehen. Halt! Bitte nichts anfassen! Bleiben Sie bei mir und halten Sie die Augen offen. Ah! Was denn? Das ist doch nur eine Schlange. Das ist eine lange Geschichte. Okay. Ja, die lange Geschichte, die kennen wir ja halt. Indy hat Angst vor Schlangen. Aber gut. Ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem 9. Kapitel, die Kaisergruft. Ansonsten, wie gesagt, das war's auch fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.